Tamara Borosch in der ersten Begegnung und dann letztlich überzeugend gewinnen können. Unangenehm gegen jemanden zu agieren, der zwei verschiedene Schlägerbelege hat. Man muss ständig darauf achten, welche Rotation ist da drin. Im roten Belag ist deutlich weniger als in diesem schwarzen, mit dem sie auf der Vorhand retourniert. Das bedeutet, dass gewesen. Schauen Sie hier davon, dass sie ihn verschlagen hat. Also Lisha. Das heißt, der Ball wird immer schwerer. Es ist schwierig, den über den Tisch zu ziehen. Vielleicht findet ihr doch ein Erfolgsrezept. Jetzt versucht sie es über die Tischmitte. Genau auf dem Bauch gespielt. So. Ein großes Fragezeichen. Sehen der Anhänger von Li Xian, den wir eben in der Nahaufnahme erkennen konnten. Aber 2:0 jetzt ihre Führung zu Beginn des dritten Satzes. Und sehr den ersten Rückschlag ganz offensiv. Aber würde natürlich, wenn es knapper wird, häufige Angriffe einstreuen. Ja, meistens gleichen sich solche Sachen einfach wieder aus. Auch Andrea Bakula hatte in diesem Durchgang schon zwei Netzroller. Sehr schön variiert die Topspins. Wie in diesem Fall. Bitte eine Chance, sofort genutzt. War etwas zu hoch, aber sicherlich ein Zeichen schon von Ermüdung, dass sie den falsch berechnet hat. Ja, die Porsche Arena füllt sich hier. Natürlich kommen die meisten wegen des Halbfinales der deutschen Männer, was wir hier gleich um 19 Uhr
Ebenfalls ein Live-Über. Dieser Gestik war die Rotation des Balles gemeint, der ja meint nach hin und her eiert, für sie schwer zu berechnen ist. Einen schwedischen Spieler, Kasper Sternberg. Habe ich ja Brause. Schon ein bisschen Teamwettbewerb. Hier Glück für Li Xian. Sie sehen es. Der Ball gerade noch auf der. Und der direkte Aufschlagpunkt, das war die Entscheidung. Sie hat es sehr viel spannender gemacht als erwartet, Li Xian, aber letztlich gewinnt sie mit 3:1 Sätzen. Und bringt ihr Team damit ins Mannschaftsfinale gegen die Niederlande. 3:1 das Endergebnis und wir sehen und hören uns hoffentlich gleich wieder um 19 Uhr bei den Herren. Aber wir schauen noch den Triumph, den Jubel der polnischen Frauen an.